Dana blieb etwa 6 Jahre lang in London. Ich besorgte ihr eine Wohnung und eine Stelle bei meinem Arbeitgeber, dem Auswärtigen Amt. Sie hatte keine Familie, keine Freunde und praktisch kein eigenes Leben. Sie verbrachte jede Minute im Büro und kämpfte auf ihre Weise gegen die, die ihr alles genommen hatten. Sie wurde immer weiter befördert. Bald gehörte sie zu denjenigen, die für die Koordination aller Gruppen von Widerstandskämpfern in verschiedenen besetzten Ländern Europas verantwortlich waren. Also Dana, Konzentration. Die Admiralität will, dass wir anhand ihrer Berichte die feindlichen Einheiten auf der Karte identifizieren. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Siberia, The World Before. Dann schauen wir mal. Unsere Späher haben bestätigt, dass noch 2 Panzerdivisionen in Belgien stationiert sind. So, 2x Panzer in Belgien. So. Was haben wir noch? Eine weitere Panzerdivision ist nach Le Havre aufgebrochen. So, Le Havre ist hier. So. Dann. 2 Geschütztruppen sind auf Dover ausgerichtet. Da ist jetzt die große Frage, heißt das, also die sind wahrscheinlich nicht in Dover, sondern die stehen wahrscheinlich hier unten, nehme ich an. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich das jetzt aber so durchlese, ist es ja irgendwie logisch, wenn die auf Dover ausgerichtet sind, dass sie nicht in Dover sein können. Eine Panzerdivision verlässt Cherbourg auf dem Weg, also in der Nähe von Brest. Panzer Cherbourg Brest, das ist dann hier. Ja. Oder die könnte auch hier sein, rein theoretisch. Verlässt Cherbourg auf den Weg nach Brest. Das verlässt Cherbourg, denke ich mal, wird richtig, also wird das sein, was wichtiger ist, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Verlässt Cherbourg auf den Weg zur Geschütztruppe in der Nähe von Brest. Ach so, Geschütztruppe in der Nähe von Brest. Das heißt, ja, dann kann ja hier nur noch die Geschütztruppe sein. Geschütztruppe in der Nähe von 10 ist nach wie vor aktiv. In der Nähe von 10. Da ist 10. Das scheint der einzige Punkt hier zu sein. Ein U-Boot ist noch in der Nordsee stationiert. Nordsee da oben. U-Boot, nicht Panzer. Ein Panzer wäre auf dem Wasser vielleicht nicht so günstig. 2 der 3 in der keltischen See stationierten U-Boote sind nach Cherbourg aufgebrochen. Also, das heißt, 1 ist noch in der keltischen See stationiert. Und 2 sind nach Cherbourg aufgebrochen. Da ist jetzt wieder die Frage. Ja, okay, hier zwischen ist generell nichts. Dann können wir hier schon mal die beiden machen. Ein U-Boot nach Cherbourg. Ein U-Boot hat Cherbourg verlassen, um zudem im Nordatlantik bei Brest Stationierten hinzuzustoßen.
Nordatlantik ist hier unten, Brest ist hier. Da ist ein U-Boot. Das heißt, ich müsste da eins wegmachen. Und hier unten dann eins hinzufügen. Da muss. Hallo? So geht's, denke ich. Ich dachte, ich muss oben noch eins wegmachen. Jonta! Dana, Liebes, hier kannst du meinen echten Namen verwenden. Tut mir leid, ich gewöhne mich einfach nicht daran. Für mich bist du immer Rotschopf-Jonta. Reizend. Den verdanke ich wohl Leni, was? Du warst immer zu nett zu der kleinen Göre. Ach, lass sie doch. Was tust du hier? Ich freue mich so, dich zu sehen. Nur meine Pflicht, Dana, Liebes. Eine Galerie hat mich eingeladen, also nutze ich die Gelegenheit, unseren Vorgesetzten zu berichten. Das könnte aber für lange Zeit das letzte Mal sein. Es ist inzwischen sehr schwer, die besetzten Gebiete zu verlassen. Selbst für eine berühmte, angebliche Künstlerin der braunen Schatten wie mich. Egal. Wie ist es dir denn bisher so ergangen? Also, Leon wird jetzt seit 7 Jahren vermisst und liegt wahrscheinlich tot irgendwo in Baltaya. Und wegen meinen Eltern, du weißt, wie ich mich fühle. Aber so langsam kommt es mir vor wie ein Traum, Jonta. Ein ferner Traum. Besonders sie. Und ich will nicht, dass... Verstehst du? Ich will nicht, dass sie, meine kleine Anna, einfach so verschwindet. Entschuldige, Jonta, könnten wir bitte das Thema wechseln? Natürlich. Was ist das? Mehr Arbeit für dich natürlich. Aha. Ja. Die Alliierten brauchen jemanden für einen Einsatz beim Widerstand im besetzten Gebiet. Und sie haben dich ins Auge gefasst. Aber ehrlich gesagt, Dana, weiß ich nicht, ob das eine so gute Idee ist. Warum nicht? Für solche Einsätze bin ich doch hier. Ich habe viel dafür trainiert. Ich weiß, Dana, aber dieser Einsatz ist in Ostertal. Genauer gesagt, direkt bei Wagen. Verstehe. Nun, du musst mir nicht sofort antworten. Und niemand würde es dir vorhalten, wenn du ablehnst. Ich weiß, du hast nicht nur glückliche Erinnerungen an Wagen. Du hast Zeit, darüber nachzudenken. Aber bevor du deine Entscheidung triffst, musst du die Widerstandsgruppe identifizieren, die diese Operation durchführt. Es steht alles hier drin. Und natürlich ist das alles streng geheim. Du darfst die Dokumente ausschließlich hier in diesem Raum nutzen. Du musst das Ding da drüben verwenden. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Das schaffst du mit Leichtigkeit. Du bist so klug, meine kleine Virtuosin. Wir sehen uns später. Na dann, legen wir los. Special Operations Executive, streng geheim, Agentin Rose. Wir brauchen Freiwillige für einen heiklen Einsatz beim Widerstand in einem der besetzten Länder. Ein Land, mit dem Sie wohl vertraut sind, Ostertal. Wenn Sie annehmen, werden Sie in der Nähe von Wagen abgesetzt, um dort die Ausschleusung eines Zivilisten und seine Verbringung in die Schweiz zu koordinieren. Hierbei werden Sie von einem der wichtigsten Widerstandsnetzwerke der Gegend begleitet, das in den letzten Jahren immer wieder ausgezeichnete Resultate erzielt hat. Egal, ob Sie den Auftrag annehmen oder nicht, wir erwarten von Ihnen, dass Sie heute noch das Netzwerk unter anderen kleinen Untergrundgruppen, die in Ostertal aktiv sind, identifizieren. Aus Gründen der Geheimhaltung dürfen Sie das Büro nicht verlassen, bis Sie diese Aufgabe abgeschlossen haben. Wir haben Ihnen vorübergehenden Zugriff auf den pneumatischen Telegrafen an Ihren Arbeitsplatz gewährt. Ein Beitrag eines französischen Ingenieurs zu unseren Kriegsanstrengungen. Mit dieser Maschine können Sie jegliche relevante Dokumente, die Sie benötigen, abrufen. Viel Glück. L. Okay. Was haben wir denn hier?
Das muss zum Mischen der richtigen Proportion verdünnter Luft im Druckluftsystem sein. Nein, ich hab's geahnt. Oh, ich hasse sowas. Druckluft. Ich glaube, ich muss sie richtig mischen und dabei genau auf die verdünnte Luft achten. Soweit ich dieses Ding verstehe, muss der Druck im linken Rohr hoch und im rechten niedrig sein. Im rechten niedrig? Da ist aber nichts eingezeigt, dass der niedrig sein muss. Ich habe keine Ahnung. Okay, irgendwas hat sich jetzt auf jeden Fall getan. Und nun? Okay. Die Mission vorbereiten. Das mache ich jetzt hier dran, ne? Ja, geh doch einfach ein Stückchen weiter dahin. Hallo? Ich wäre dir sehr verbunden. Oder muss ich jetzt, wahrscheinlich muss ich von der anderen Seite aus dahin gucken. Laufen darf ich auch nicht. Ah, okay. So. Wir drücken einfach erstmal den Knopf. Ich Dummerchen. Das ist falsch. Das muss anders gehen. Industriefronten Italien. Oh Gott. Worauf soll ich das denn einstellen? Keine Ahnung. Bündnisse? Was sollte ich jetzt nochmal machen? Die Liste der Widerstandsnetzwerke besorgen. Ja, das sollte dann ja eigentlich Bündnisse sein, ne? Bündnisse. Truppen vielleicht? Ich weiß ja nicht, was für Widerstandskräfte. Was haben wir denn hier alles? Und was stand da nochmal? Da stand gar nichts. Ich hab doch kein... Ach so, Ostertal. Ja, genau. Ostertal ist auf jeden Fall richtig. So, beim Rest bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich Dummerchen. Das ist falsch. Okay. Das muss anders gehen. Dann halt nicht. Ja, steht da ein extra was mit Widerstandstruppen? Krankenhaus. Ach so, Netzwerke. Ach so. Ah. Wobei ich jetzt nicht weiß, Bündnisse? Reicht das dafür? Oder muss das ein anderes Wort sein? Ich Dummerchen. Anscheinend. Das ist falsch. Das muss anders gehen. Wie haben die das denn genannt? Net, ja, nur Liste der Widerstandsnetzwerke. Das heißt, da müsste ja theoretisch vom Thema her auch wirklich Widerstand drinstehen. Einfluss, Handel. Geheimdienst könnte das sein, ne? Ja, oder Befreiung. Befreiung. Probieren wir mal. Ich Dummerchen. Das ist falsch. Das muss anders gehen. Och, Leute. Warum könnt ihr nicht einfach was machen, wo man draufklicken kann? Ja, Diplomatie. Ja. Es ist... Na, es steht tatsächlich Widerstand drin. Okay. Hatte ich doch recht. Ich dachte, das ist jetzt mehr so eine verschlüsselte Botschaft, aber es ist doch sehr offensichtlich gemacht. Gut. Mal sehen. So.
Und jetzt? Das Widerstandsnetzwerk in Wagen identifizieren. Da kann ich jetzt so nicht wirklich was machen, ne? Muss ich das jetzt auch noch mal mit dem? Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Okay. Oder muss ich jetzt die Leute identifizieren? Können die das nicht einfach normal erklären? Das unter den Alliierten am weitesten verbreitete Einsitzerflugzeug. Dem verdanke ich wohl mein Leben, wie wir alle hier. Ja. In dem Fall wortwörtlich. Gut, hier haben wir auch noch Sachen. Wir ertrinken in Arbeit. Der Papierkram stapelt sich. Und damit die Probleme. Wahrscheinlich braucht es Zeit, einen Krieg zu gewinnen, die wir nicht haben. Ach so. Okay, nee, da steht aber auch mit der Maschine, können Sie jegliche... Aber ich kann die Maschine ja jetzt aktuell nicht mehr benutzen. Junta sagte, ich darf den Raum nicht verlassen, bis ich das Widerstandsnetzwerk identifiziert habe. Naja, das versuche ich ja gerade. Kann man sich etwas Wahnsinnigeres vorstellen als eine ganze Welt im Krieg? Und das zum zweiten Mal, kaum eine Generation später. Ja, ich kenne was Wahnsinnigeres, wenn die ganze Welt noch ein drittes Mal richtig in den Krieg geht. Nur wegen ein paar dämlichen Provokateuren. Die Karte können wir jetzt aber vergessen. Da können wir nichts mehr mitmachen, ne? Ja, eigentlich müssten wir doch jetzt hier wieder was machen. Aber dazu komme ich immer nur... Ach, ich kann die... Och, nein, das ne? Untergrundnetzwerk kann es nicht sein. Nein, das ergibt keinen Sinn. Das passt nicht zu dem, was Junta sagte. Die Information passt nicht zu dem, was Junta sagte. Was sagte sie nein, denn? Nein, dieses Untergrundnetzwerk kann es nicht sein. Das hier auch nicht. Das Untergrundnetzwerk kann es nicht sein. Nein, dieses Untergrundnetzwerk kann es nicht sein. Edelweiß hört sich doch gut an. Ah! Ich habe nur Edelweiß gelesen. Aber okay. Edelweiß? Ein Zufall. Das muss ein Zufall sein. Der Deckname des Netzwerkanführers. Oh, komm her zu mir, mein süßes Edelweiß. Nenn mich nicht so, du weißt, ich mag das nicht. Aber es stimmt doch. Genau das bist du, mein süßes Edelweiß. Wenn du so weitermachst, Leon Kobatis, bekommst du auch einen Spitznamen. Na dann. Gut. Von jetzt an nenne ich dich meinen Kletterkünstler. Leon! Er lebt! Er lebt! Er lebt! Ich muss... Oh, gütiger Himmel. Aber wie kann er... Junta! Junta! Also kehrte Leon aus Baltayar zurück. Aber wie? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er fast ein Jahr lang in den Bergen überlebt hat, bevor er nach Ostertal zurückkam, um die Widerstandsgruppe Edelweiß zu gründen. Das führte dazu, dass Dana die Mission damals akzeptierte, oder? Natürlich durchlief sie zusätzliches Training und wurde in dem darauf folgenden Sommer in der Nähe von Wagen dafür abgesetzt. Hm. Wir sollten aufbrechen. Sieht aus, als käme ein Sturm auf. Gehen Sie schon vor. Ich treffe Sie gleich an der Bahnstation. Natürlich. Lassen Sie sich Zeit. Ja, und mit dieser doch leider sehr traurigen Szene möchte ich auch die heutige Folge beenden. Und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann!
Ciao.